Sie sind hier, 22. Oktober 2018, 21.34 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. José Luis Caminero war Manager von Atletico Madrid. Urheberrecht Getty Images. Wegen Geldwäsche wird José Luis Caminero zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Der ehemalige Manager von Atletico Madrid war Teil einer Organisation. Der frühere spanische Nationalspieler José Luis Caminero, 51, ist von einem Madrider Gericht wegen Geldwäsche zu einer Gefängnisstrafe von 4 Monaten und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 17.237 Euro verurteilt worden. Gegen die Zahlung eines Tagessatzes von 10 Euro über einen Zeitraum von 8 Monaten wird die Haftstrafe gegen den früheren Manager von Atletico Madrid zur Bewährung ausgesetzt. Caminero hatte zugegeben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die Geld aus Drogengeschäften wäscht. Bereits im Juni 2009 hatte die Guardia Civil bei einer Verhaftung Camineros 58.500 Euro in bar sichergestellt. Bei einer Großrazzia in Madrid, Valladolid, Sevilla und Barcelona waren in dem Zusammenhang 7 Luxusautos, 570 Kilo Kokain und 2 Millionen Euro sichergestellt worden. Die Drogen waren aus Kolumbien und Mexiko nach Spanien geschmuggelt worden.